Runde runter, Renditen rauf. Darüber spreche ich die nächsten Minuten mit Dr. Lukas Loy von Bellevue Asset Management. Hallo Lukas. Freut mich, Roland. Doktor haben wir gesagt. Doktor ja. Wovon? Der Biochemie. Doktor Biochemie. Braucht denn das zum Investieren? Ja, das hilft definitiv. Wir gehen gerne tief in die Materie rein und um wissenschaftlich zu verstehen, was diese Firmen machen, hilft das absolut. Mhm. Ja. Jetzt bist du Fondsmanager von einem ganzen Portfolio an Assets. Überall eigentlich das Thema Fettleibigkeit im Augenblick ganz oben. Was heißt eigentlich übergewichtig? Was ist die Definition davon? Mhm. Also per Definition übergewichtig ist ein BMI über 25 mhm. in der westlichen Welt und über 30 wäre dann fettleibig. Mhm. Und als Beispiel ich, 1,76 groß, 70 Kilo schwer, BMI bei 23. Ich müsste 23 Kilos zulegen, also über 90 Kilo schwer sein, damit ich mhm. fettleibig wäre. Ja, für dich im Augenblick glaube ich jetzt noch kein Thema. Aber sag mal, trifft es eigentlich eher Männer oder Frauen? Global gesehen haben wir mehr übergewichtige und fettleibige Frauen. In der Schweiz zum Beispiel sind es mehr fettleibige Männer. Also das musst du jetzt schon etwas mehr erklären. Die Schweiz, weshalb anders? Das ist sozioökonomisch kommt das daher. Man hat beobachtet und gesehen, dass in den reicheren Nationen, also umso reicher die Nation, umso eher sind die Männer übergewichtig und fettleibig als die Frauen. Woher kommt es eigentlich, dass wir jetzt plötzlich da von überall von Fettleibigkeit sprechen, weltweit, und dass das fast so wie eine Pandemie mittlerweile daherkommt? Jetzt muss ich kurz ausholen, Roland. Mhm. Also, das war eine Bewegung über die letzten 50 Jahre. Mhm. Hat sich die Fettleibigkeit global fast verdreifacht. Also nicht einfach in ein paar wenigen Jahren, sondern über 50 mhm. hinweg. Wir sind momentan bei einem Stand von ca. 40% der Weltbevölkerung ist übergewichtig oder fettleibig. 40%, wenn wir so weitermachen, 2035 bei 50%. Also das heißt, auch in den ärmeren Ländern läuft der Trend eigentlich in dieselbe Richtung? Ja, gute Frage. Die Entwicklung in den ärmeren Ländern war sogar schneller über die letzten Jahre, mhm. weil die haben aufgeholt, die haben jetzt Zugang zu prozessierten Lebensmitteln, Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt etc., die haben stark aufgeholt. Mexiko ist ein gutes Beispiel. Gut, ich erinnere mich da, wir erinnern uns an die Pandemie, was das alles gekostet hat. Hast du da Zahlen jetzt, wie das jetzt mit dieser Fettleibigkeit aussieht? Ja, wir haben Schätzungen. Nach Schätzungen sind wir in 10 Jahren, 2035, bei rund 4'000 Milliarden US-Dollar jährlichen Kosten. Jährlich. Mhm. Also es ist zu vergleichen wie das Covid-19-Pandemiejahr im schlimmsten Jahr. Mhm. Mhm. Riesige Kosten. Und das basiert darauf, dass wir natürlich, wir haben einen großen Pool an Folgeerkrankungen. Also fettleibig ist nicht nur einfach, du bist dick, mhm. sondern du hast Folgeerkrankungen im mentalen Bereich, mhm. du hast Herz-Kreislauf-Störungen, Diabetiker, gewisse Krebsarten sind mit Fettleibigkeit in Verbindung zu bringen. Also das ist wirklich mannigfaltig. Ist das dann auch ein Treiber für die steigenden Krankenkassenkosten? Sehen wir ja überall in der westlichen Welt. Ja, ganz klar. Also das sind riesige Kosten. Mhm. Und das hilft uns auch, also ich bin in dieser Branche für einige Jahre, du hast selten politischen Rückenwind in der Pharmabranche. Mhm. Mit dieser Thematik hat es jeder verstanden, da muss etwas getan werden. Mhm. Und ich sage nicht nur auf Medikamentenseite, also GLP-1, mhm. sondern eben Bewegung, Ernährung, Medikamente, Chirurgie, das ist das ganze Spektrum. Jetzt kennen inzwischen alle Investoren die Aktien der Firmen Novo Nordisk und Eli Lilly. Beide sind in der letzten Zeit stark gefallen, aber welche Firma hat eigentlich die besseren Produkte? Uff, Roland, also die Produkte, die auf dem Markt sind, mhm. sind eigentlich die gleichen. Mhm. GLP-1 basiert, mhm. Patienten, die das Lilly-Medikament nehmen, das heißt Tirzepatide oder Zepbound, verlieren etwas mehr Gewicht, ist vielleicht etwas besser erträglich mhm. für den Patienten. Mhm. GLP-1, kannst du da vielleicht noch ein paar Erklärungen dazu mhm. abgeben? Also du hast mir das erklärt, aber es ist irgendwie ziemlich kompliziert, mhm. habe ich festgestellt. Ich habe dir ein Bild mitgebracht.
Also GLP-1 ist ein natürliches Hormon. Du und ich, wir produzieren GLP-1, wenn wir Nahrung aufnehmen als Beispiel. Und das hat dann mehrere Funktionen oder führt dazu im Körper, dass zum einen der Blutzucker gesenkt wird und ich hole etwas aus. Das heißt, es kommt eigentlich aus der Ecke der Diabetikmedikamenten, senkt den Blutzuckerspiegel. Man hat jetzt aber auch gesehen, dass diese Patienten Gewicht verlieren. Und das kommt daher, dass wir Rezeptoren im Gehirn haben. Dieser GLP-1 führt dazu, dass der Patient weniger Appetit, weniger Hunger hat. Oder zum Beispiel der Darm entleert sich langsamer. Das heißt, das Sättigungsgefühl bleibt länger erhalten. Das sind so ganz schöne, ich sag mal, Nebenwirkungen im positiven Sinn für diese GLP-1-Klasse. Mich interessiert, ob du auch schon Erfahrungen in der Anwendung von diesen Schlankheitsmedikamenten hast. Wie ist das irgendwie jede Woche, sich da eine Spritze zu setzen? Oder hast du irgendwie Nebenwirkungen gehabt oder Nebenwirkungen gehört? Schreib es doch einfach unten in die Kommentare. Jetzt haben wir also diese Wundermittel zum Schlankwerden, aber ich meine, herrlich, du brauchst es jetzt zwar nicht, aber die Leute wollen einen definierten Körper, sie wollen Muckis. Schaffen diese Medikamente das auch? Nein, Muskelmasse kannst du mit diesen GLP-1 nicht aufbauen. Und nochmals, auch wir, so haben wir den Fonds aufgesetzt, wir glauben an das ganz umfängliche Behandlungsschema. Also die Leute müssen in den Sport, die müssen sich gesund ernähren. Du hast mir ja erzählt im Vorgespräch, dass die Leute sogar noch Muskeln verlieren, wenn sie da diese Spritzen nehmen. Absolut korrekt, ja. Circa bis zu 40% des Gewichtsverlusts ist fettfreie Masse, also Muskelmasse, Organe werden kleiner. Auch noch. Aber da wird auch geforscht. Also da gibt es kleinere Biotech-Firmen im Portfolio, die forschen daran, diese Muskelmasse zu erhalten. Wir sprechen von einem qualitativ besseren Gewichtsverlust. Klingt für mich irgendwie wie die Elektroautos vor 10 Jahren. Also da scheint ja noch einiges zu gehen. Mit welchen weiteren Entwicklungen rechnest du eigentlich in der Zukunft? Also wir rechnen jetzt in naher Zukunft mit ganz wichtigen klinischen Studien, die ausgelesen werden im Sinne von oralen Medikamenten. Heutzutage werden die Spritzen verabreicht subkutan, einmal in der Woche. Also es gibt Alternativen im oralen Bereich. Dann bessere Erträglichkeit, mehr Gewichtsverlust. Das wären so die Durchbrüche im nächsten Jahr. Also bessere Erträglichkeit, was sind denn jetzt so die Probleme, die die Leute jetzt mit diesen aktuellen Medikamenten kriegen? Also bis zu 20% rund der Patienten ertragen diese GLP-1 nicht. Das ist ein Medikament. Das scheint mir extrem viel zu sein. Ja, es ist wirklich, man muss die langsam hochtitrieren, auch der Arzt, der kann nicht gleich in die volle Dosis hinein. Klassische Nebenwirkungen wären Erbrechen, Übelkeit, Verstopfungen. Das wären so die klassischen Nebenwirkungen, die wir kennen für die GLP-1-Klasse. Und das soll sich in Zukunft ändern? Das kann sich ändern. Das kann sich ändern, nur bessere Titrationsschemen, also wie wir diese Medikamente zu sich nehmen, aber auch durch bessere Medikamente. Also wenn ich mir jetzt so richtig überlege, ist eigentlich noch schlau. Du arbeitest in einem totalen Boomsektor. Aber ich erinnere mich jetzt an die Situation vor 2-3 Jahren. Da wurden auch Pfizer, Moderna total gehypt. Jetzt ist Moderna noch etwa ein Achtel dessen wert, was sie zur Spitzenzeit wert gewesen war. Sag mal, ist das nicht einfach alles etwas sehr volatil in deiner Branche? Harte Bandagen, Roland. Ja, aber so sind die Fakten. Im Gegenteil, das ist ein Wachstumscase. Dieser Markt wächst stark. Nochmals, wir sind momentan bei ca. 2% Durchdringung. Das heißt, 2%, 3% der Patienten werden behandelt. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist davon betroffen. Dann kommt noch dazu, das Portfolio ist abgestützt über ca. 55 Portfoliofirmen. Das heißt, wir sind schön diversifiziert. Jetzt würde die Zuschauer natürlich interessieren, so ein paar Namen. Kannst du da was nennen? Ja. Im Biotech-Bereich wäre das zum Beispiel die Zealand Pharma. Die Zealand Pharma forscht auch im Bereich von Fettverlust, hat aber ein anderes Hormon als GLP-1, also das heißt Amylin. Und dann die zweite, die ich erwähnen würde, weil du Volatilität erwähnt hast, die Scholar Rock. Die Scholar Rock war gerade kürzlich über 300% hochgestellt, weil sie positive Phase-3-Studien ausgelesen hatten.
Und das ist im Bereich der Muskelmassenerhalt. Mhm. Klingt ja sehr interessant. Also da kann ich mir das Fitnesscenter dann ersparen, oder? Nicht ganz, nein. Also der gesunde Lifestyle, die Bewegung, gesunde Ernährung, das soll immer das Fundament sein. Also ich stelle mir jetzt vor, dass nächste Woche vielleicht jemand mit einem Alzheimer-Medikament kommt. Lukas, dann seid ihr doch mit eurem Lifestyle-Thema tot. Überhaupt nicht, Roland. Nein, gar nicht. Nächsten Jahres, 2025, wird eine Studie ausgelesen, Phase 3, im Bereich Alzheimer, mhm. Patienten in der frühen Demenz. Und da wird ein GLP-1 angewendet. Ja. Mhm. Sehr spannend. Plus, was ich auch erwähnen würde, ganz klar, also für mich, der Wachstumstreiber, der Wachstumscase, Fettleibigkeit, der bleibt erhalten. Mhm. Alzheimer hin oder her, mhm. Onkologie hin oder her. Mhm. Wir haben fettleibige Menschen, die mhm. behandelt werden müssen. Ja, und ich denke, das ist ja irgendwo auch ein Thema, die Gesundheitskosten insgesamt. Also wenn wir das sehen, jetzt die Krankenkassen langsam unbezahlbar, politisch gibt es denn da auch irgendwelche Einflüsse? Ein großes politisches Thema, ja. Wie die ganze Pharmabranche immer ist, mhm. das erste Mal, würde ich sagen, haben wir mhm. wirklich starken Rückenwind, weil gesehen wird, da muss etwas gemacht werden. Mit Fettleibigkeit, sagst du? Früh behandeln, früh thematisieren, früh mhm. adressieren, sei das mit Sport, sei das medikamentös. Ich sage mhm. nicht, jeder soll ein GLP-1 nehmen, mhm. aber wir müssen etwas unternehmen. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, ich komme jetzt mit 200.000 Franken zu dir, investiere das in deinen Fonds, wo mhm. du managest, und was machst du denn damit? Dann freue ich mich zuerst einmal, Roland. Danke vielmals. Und dann wird das Geld wirklich breit investiert in verschiedene Thematiken, mhm. also Thematiken innerhalb dieser Fettleibigkeit. Das kann vom Kardiovaskulären sein, Blutfettwerte haben wir Firmen, wir haben aber auch Sportartikel, also Sportunternehmen, mhm. Gyms. Wir haben Medizintechnikfirmen, die alle da an der Forschung beteiligt sind mhm. und am Markt sind. Kannst du da ein paar Namen nennen? Eine Fitnesskette wäre zum Beispiel SmartFit. Okay. Im Medizintechnikbereich haben wir Boston Scientific. Wieso seid ihr denn jetzt ausgerechnet Boston Scientific? Weshalb ist das jetzt so ein Punkt für euch? Das hängt mit der kardiovaskulären Behandlung zusammen. Also machen die besonders gut. Ja, das geht wieder zurück auf das Thema, mhm. dass wirklich 200 begleitend Folgeerkrankungen mit Übergewicht und Fettleibigkeit zusammenhängen. Wieder das Thema, ja. Was ist die Take-Home-Message, die du unseren Zuschauern, die vielleicht auch in diesem Sektor investiert sein möchten, mitgeben kannst? Schau, aus meiner Sicht ist das eine super spannende Thematik. Jeder kann investieren, mhm. jedoch brauchst du Leute auf dem Gebiet, du brauchst Leute an den Konferenzen. Ich war gerade kürzlich in den USA, ich war in England an einer Konferenz. Wir haben ein starkes Team, jeder hat seine Fachexpertise und wir versuchen, diese Firmen zu finden, bevor sie an der Börse explodieren. Ja, natürlich, wenn das Zeug dann irgendwie 10 oder 100 Mal teurer ist, dann ist es auch schon gelaufen. Genau. Und so hast du breit abgestützt in einem Portfolio eine schön diversifizierte Anlage. Spannend. Lukas, ich bedanke mich vielmals für Sie herkommen. Danke vielmals. Und deine Ausführungen natürlich. Dir vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Erfolg an der Börse.